Herzlich willkommen zum Hühnerstall-Simulator. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ja, Moinsen und willkommen zurück auf der Soscheck Agri-Farm. Ja, wir werden heute mal unsere ersten Hühnchen kaufen. Und dann auch mal zu gucken, wie das hier mit der Verpackungsmaschine und das alles so funktioniert. Ob die jetzt hier einzeln gelagert werden, die Kartons. Oder ob hier überhaupt Kartons. Ja, ob das überhaupt alles so, ne? Und so weiter und so fort. So, mal Tür aufmachen. Und natürlich auch wieder. Ah, oh, das ist der einzige nervige Nachteil bei der Konsole, ne? Dass das Drehen so lange dauert. Ja, wir werden mal. So, ein Horn. Dann kaufen wir. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind eins, zwei, neun, zehn. Dann davon auch zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dietchen. Da laufen sie. Da laufen sie. So. Oh, Entschuldigung. Ja, müssen wir jetzt natürlich auch sehen, dass wir. Vorderrennen kriegen. Ja. Dann weckt uns zunächst morgens der Hahn. Hier laufen die glücklichen Hühners. Und. Dann wollen wir sehen, dass wir eben Futter rankriegen. Einmal sportlich über den Zaun springen hier, nicht? Der. Ach ja. Den haben wir ja. Stimmt ja. Was? Herr Fajot hat die Arbeit beendet? Dieses. Ah, naja. Gib Gas und mach weiter. So. Nee, da wollte ich nicht hin. Ja, kleinen Moment mal eben. Mal eben ganz kurz hier. Irgendwas stimmt hier. Oh, geh doch an. Moment, Moment, Moment. Einen Augenblick. Geht gleich sofort weiter. Keine Panik. Keine Panik. Auf der Titanic. Ach stimmt, ich wollte eh noch einen neuen damit zu reinnehmen. Wo war der denn? War der hier? Genau, da ist er. Da ist er. Auch ein sehr schöner. Geh rüber da. Ne, Farbe bleibt so. Ah, das ist auch so ein. Nein. Dreipunktaufnahme. Nein. Gewichte, genau. Das bleibt so.
Oder jetzt beide dran? Ja. Nicht 128. Genau so. So wollen wir den haben. Jawohl. Siehst du wohl. So. Im schnellsten. Nein, nein, nein. Ach, das Maisgebiet besteht hier auch noch. Das müssen wir auch noch wegholen hier. Das müssen wir auch noch wegholen. Stimmt. Boah, was ist denn das für ein Blinker, Alter? Das wird mich ja voll nerven. Also für einen 150 PS-Schlepper hat er einen ganz schön satten Sound. Na komm. Kurz dran vorbeiziehen hier. Tschüss. Ihr seid mir zu langsam. Ja, jetzt blinke ich mal nicht, weil der Blinken, das gibt mir ja echt auf den Keks. Das nervt mich ja jetzt schon. Halleluja. Ja gut, ich meine, so vergisst man das nicht. Den Blinker auszumachen, aber das ist ja voll nervig. Mal gucken, dass wir da ins Gewicht rankommen. So. Ach, das ist der Überlade. Oh. Ja, moin auch. Den wollte ich gar nicht haben. Ja, dann müssen wir noch mal zum Händler donnern, würde ich sagen. Und dann einen zweiten Anhänger auf dem Hof. Nichts, alles nichts. Und das sollte man auch nicht machen. Vor der Kurve wie so ein Wahnsinn überholen. Macht man normalerweise nicht. Und wir haben es heute ein bisschen eilig. Ein bisschen was zu tun. Ausmachen. Da nehmen wir natürlich auch wieder. Obwohl, warten wir noch. Stimmt, für die. Das machen wir auch. Für die Hühner sollte die reichen.
Der hat ja wirklich einen Sound, ey. Hört sich nicht an wie ein 150 PS Schlepper. Klingt aber wie 200, 300 und ein bisschen mehr. Oder der Händler hat uns beschissen und ihn mit einem kompletten Auspuff verkauft. Nein, nur ein Spaß. Nur ein Scherzchen. Wow. So, mal gucken, dass wir auch wirklich Entschuldigung, auch wirklich funktioniert. Wir wollten mal gucken, wie viel die Hühner brauchen. Was überhaupt ausreichend ist. Aber das werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Das muss ich nämlich auch noch, siehst du. Ich hab vergessen, einen Weg hier hinzubauen. Da muss ich auch noch mal. Oh, passt doch. So. Speichert. Ja, siehst du. Das passt doch. Jetzt frage ich mich noch gerade. War das? Muss ich jetzt natürlich erst einpendeln. So. Komm, gib Gas da. So, das war das. Und sich müttert. Wenn man nicht alles selber macht. Ich hasse das mit diesem Helfer. Ohne Witz. Ach, falsche Seite. Echt. Das ist zum K-O-T-Z-I-N. Dann lassen wir die kurze Seite stehen und fahren wir zur langen Seite runter. Das sollte dann aber auch eigentlich funktionieren. Hoffe ich zumindest. Gerade, sonst fällt der Helfer so schief. So, mach das vernünftig jetzt hier, sonst bist du gefeuert, mein Freund. Ja, so.
Wir machen hier weiter. Dann waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, denn das muss ja auch. Sorry, das muss ja auch fertig. Nützt ja alles nichts. War denn hier schon? Ah, er hat sein Flugzeug, ne? Ja, der eine oder ein. Oh, Entschuldigung, heute ich habe schon wieder so ein Stück trinken, ein Kratzen im Hals. Das nervt mich auch schon den ganzen Tag. Weil der mit Sicherheit mitgekriegt haben, was die. Na, wie heißt jetzt? Die Stappenbach rauskommt von 19er. Und leider, ja, fall da noch runter, Hund. Ah, oh. Dieser Hund, ne? Manchmal. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, leider momentan erstmal nur für einen PC. Und soweit ich gelesen habe, wenn die für die Konsole nicht kommen, aber da muss man dann halt abwarten. Ich habe jetzt aber auf mehreren Seiten geguckt und gelesen gehabt, dass die Stettenbach definitiv für die Konsole vorläufig erstmal nicht kommen soll. Und ja, es wurde ja von einigen anderen Maps auch gesagt. So wie die Rade sollte angeblich ja auch nicht für die Konsole kommen. Und da waren noch so einige andere. So die Ellerbach wurde auch erst gesagt, kommt nicht für die Konsole. Und ja, warten wir mal ab, schauen wir mal. Mal gucken, ob das wirklich an dem so ist. War am 17. ja auch schon eines mit der besten Maps, fand ich. Aber wie schon erwähnt, warten wir ab. Mal gucken, mal gucken. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da noch zwei sehr große und wirklich sehr, sehr schöne Maps kommen für die Konsole. Und die werden auch einiges an Features haben. Mehr als normale Verkaufszellen und so einiges anderes noch. Mehr kann ich dazu aber momentan auch nicht sagen. Und wann die genau kommen, kann ich leider auch nicht sagen. Das weiß ich selber auch nicht. Ich weiß nur, dass die auf jeden Fall rauskommen werden. Quarantank fast voll. Ja. Kümmern wir uns gleich drum, wenn es weit ist. Aber momentan habe ich ja zwei schöne Maps, auf denen ich zugange bin, und das wird auch eine ganze Weile so bleiben noch. Vielleicht kommt die Rade da doch nochmal zu. Da muss ich mich halt mal wirklich jetzt überwinden, das alles nochmal von vorne zu beginnen. Und der eine oder andere
hat das ja mitbekommen, dass mein Spielstand zerschossen wird. Und das waren wirklich mehrere hundert Stunden Spielzeit. Und ja, das alles nochmal wieder von vorne zu machen und alles wieder so hinzukriegen, wie es vorher gewesen ist. Ja, das wird mehrere hundert Stunden Zeit brauchen. Und die habe ich momentan definitiv nicht, mich da auch noch ranzusetzen. Aber gucken wir mal. Und viele von euch werden die Gemeinde gerade auch kennen, also davon mal abgesehen. Eventuell selber schon gespielt haben. Oder in irgendwelchen anderen Let's Plays geguckt und gesehen haben. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Je nachdem, wie ich Zeit, Lust und Laune habe. Ja, wir haben letztes Mal schon erwähnt, wir werden jetzt erstmal fliegen, dann kalken, dann grobern wir das Ganze und dann weiter bearbeiten, werde ich das, wenn die Kartoffeln runter sind, weil ich ja aus diesen beiden, aus der 10 und aus der 11 1 gemacht habe. Weil die mir ein bisschen zu klein waren, einzeln alleine. Deswegen werden wir dann, wenn die Kartoffeln gerodet sind, dann da auch nochmal pflügen. Kalken. Grubbern und dann, vielleicht kalke ich auch nur und grubber dann auch das andere erst dann, wenn die Kartoffeln runter sind und das alles soweit ist. Das ist eigentlich sinnvoller. Weil sonst ist es doppelte Arbeit. Was auch nicht so schlimm wäre, aber so hat man alles in einem Abwasch. Alles einen Rutsch, alles auf einmal. Passt dann auf jeden Fall. Und dann mal gucken, ob der Drescher voll ist. Können wir den auch nochmal abtanken. Und dann den Hängerwälter nochmal leer machen. Joa. Ja, dann müssen wir mal abwarten, wie das jetzt mit dem Legehennstall funktioniert, ob die Verpackungsmaschine da vorne überhaupt das macht, was sie machen soll. Weil ich hatte auf der Rade schon mal irgendwie einen Legehennstall runtergeladen, da war das auch alles verbaut und hatte dann aber keine Funktion. Und da stand auch mit Funktion bla blub, ist das jenes. Und dann gucken, ob die Kartons da so hingepackt werden oder ob da eine Palette hin muss oder ob da automatisch eine Palette unter ist. Oder tatsächlich schon in Gitterboxen verpackt, was ich allerdings nicht glaube. Mal warten wir mal ab. Schauen wir mal.
Ach so, ich wollte nach dem Dörter gucken, der muss ja schon voll sein. Stimmt. Das machen wir dann gleich mal eben. Drehe ich noch einmal um. Ausmachen, Sprit sparen. Ja. Sollte auch einen Helfer einlassen. Ich wundere mich immer, warum er nicht fährt. Aber kann er ja auch nicht. So. Können wir eben hinlaufen. Nee, Tequila, du brauchst mir nicht angucken. Ich meine nicht mit laufen, wir waren schon laufen. Weit. Oder mal schon. So. Sollte eigentlich voll werden. Nicht ganz, aber egal. Die 4%, das macht jetzt auch nichts. So. Dann wollen wir den mal wegbringen. Den fahren wir jetzt aber nach Hause, den davor habe ich verkauft und Gäste bringt momentan absolut gar nichts, aber das lohnt nicht. Das lohnt absolut nicht. So hauen wir den ja lieber ins Lager. Oh, könnt ihr nicht über Zebrastreifen laufen? Man sagt ja immer, Kleinvieh macht auch Mist, aber das lohnt wirklich nicht, den zu verkaufen, absolut nicht. Das rentiert sich nicht. Komm, das schaffst du. Und vor allem haben wir auch genug Hühnerfutter dann im Lager selbst. Denn das soll ja nicht bei den 30 bleiben. Aber da sollen ja schon so 200, 300 rein. 400 gehen insgesamt rein. Aber ganz voll machen will ich nicht. Weil dann kommst du nachher dem Eier verkaufen und wegfahren nicht hinterher.
jetzt ist fraglich. Biegt er ab? War mein Pech bestimmt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, da vorne kommt eine Kurve. Da warten wir noch mal. Ach ja, so ist das. So, komm, wir kommen jetzt hier. Ah, da kommt wieder eine scharfe Kurve. Ich wollte gerade vorbeiziehen, aber lieber nisch. Immer diese Sonntagsfahrer hier, ey. Ach ja. Stimmt, was ich immer schon mal gucken wollte, ist, das ist ja eigentlich ein Probeentnahmerohr, aber das hat eine Funktion irgendwie, ne? Nee, schade. Das wäre auch nochmal ganz nice, wenn das funktionieren würde. Aber man kann ja nicht immer... Meine Güte, was ist denn das? Kann nicht immer alles haben. So, den machen wir jetzt noch leer. Da können wir auch den Motor für ausmachen. Der braucht nicht laufen. Und... Dann war es das erstmal wieder von hier für heute. Ich sage euch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.